Okay. Ich bin 28, wohne noch bei meinen Eltern daheim. Also ich bin nicht zu Besuch in meinem Kinderzimmer, sondern ich lebe hier. Und das ist einfach voll normal. Hallo zusammen, mein Name ist Tama. Ich komme aus dem schönen Langenthal. Tada! Da wohne ich. Und zwar seit 1988. Und wie du anhand von meiner Hautfarbe kannst erkennen, habe ich noch ausländischen Einfluss. Meine Eltern sind nämlich aus Sri Lanka. Ich habe ein bisschen wenig scharf gekocht heute. Aber ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und vielleicht interessiert es dich ja, wie es so ist, wenn man zwischen zwei verschiedenen Kulturen lebt. Und das würde ich euch gerne ein bisschen näher bringen. Wenn du jetzt mit Tamilen befreundet bist, du kannst einfach rufen und die Tür aufmachen und reingehen und damit rechnen, dass du etwas zu essen bekommst. Das geht einfach. Und du weißt, bei den Schweizern ist es vielleicht angebracht, dass man vielleicht mal das Telefon macht, so hey, ich würde mich gerne einladen oder hey, darf ich mal bei euch vorbeikommen und dann machen wir einen Termin ab. Und dann macht man ab, ja, bleibst du auch um die Nacht. Und das ist bei uns komplett anders. Also meine Mutter tut permanent zu viel kochen. Spinat, Linsen und Aubergine. Vielleicht machen wir einen neuen Channel auf, Kochen mit Pavani. Und du kannst noch zeigen, wie man tamilisch kochen. Sie versteht mich nicht mehr. Es ist so, als wärst du zwischen zwei Welten ein bisschen gefangen. Es kann enorm anstrengend sein, weil du nie weißt, wo gehöre ich eigentlich her? Also bin ich jetzt Schweizerin, bin ich Tamilin, von was bin ich mehr, von was bin ich weniger? Und das Lustige ist, dir werden Vorwürfe gemacht für deine andere Seite jeweils. Also manchmal fragst du dich auch so, okay, nein, du verhaltest dich voll wie eine Schweizerin. Das ist so ein Spruch, der von meiner Mutter könnte ich auch. Oder also umgekehrt geht es natürlich auch. So, ah, ja, du Ausländer. Also wir gehen jetzt in Tempo. Wichtig ist, dass man Schuhe schnell abzieht. Ich war nicht mehr. Ich bin so wie nervt, muss ich auch schon überlegen. Das nervt mich. Ja, der. Und zwar, wenn ältere Schweizer überrascht sind, dass du Schweizerdeutsch kannst. Also weißt du, so 50 plus oder so. Ich so, du kannst eben gut Berndeutsch. Nein, so, ja. Ja, ich bin hier geboren und aufgewachsen, ist ja normal, oder? Dann sagst du, nein, aber trotzdem, weißt du, da gibt es ganz viele, die das nicht kennen. Dann denke ich so, nope. Also, all die, die ich zusammen mit bin aufgewachsen, die können alle sehr wohl, sehr gut Deutsch. Vielleicht nicht die Generation von meinen Eltern. Das ist so ein bisschen etwas, was dann sagt, nein. Und bei der Tamira die nervigste Frage, wenn du 28 und weiblich bist, und, wenn du heiraten? So jetzt damit, hast du nie mehr. Ja, es ist etwas so lästig wie die Fliegen, die die ganze Zeit um das Gesicht fliegen ist. Etwas, was ich von klein auf gelernt habe, und zwar, es gibt Leute, die anders denken. Aufgrund von dem, wo sie herkommen und aufgrund von dem, wie sie sind, wie sie aufgewachsen sind. Und das Umfeld, das sie jeweils so haben, das ermöglicht dir auch, die in Leute hineinzuversetzen, auch wenn es nicht deine persönliche Welt ist. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen. Ja. Wie sagt man so schön, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Genau aus dem Grund will ich dir im nächsten Vlog meine Kolleginnen zeigen. Ding Dong! Hallo! Hey, Tom! Na, wie geht's dir? Hi! Wie geht's? Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann gib mir doch Thumbs up. Und weißt du am besten, du sollst noch abonnieren, dann verpasst das nächste Video und das darauffolgende und das darauffolgende und das darauffolgende auch nicht. Mua! An der Küste von dir.